zur 18. Runde. Halten diese Reifen bis zur 18. Runde? Ich hoffe es eigentlich sehr stark, aber ich schätze mal nein. 14 Runden. Also diese Reifen müssten wir schonen. Bei ihr die Reifen sollen... Okay, wenn wir die Reifen schonen, sollten ihre reichen. Und die von der Konkurrenz definitiv nicht konservativ. Beide und motormäßig könnt ihr Gas geben. Wenn die zu früh auf Intermediates wechseln, haben sie nämlich Pech. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie lange die Intermediates halten. Ob die... Oh, das ist ein Regenrennen. Das ist ein richtiges Regenrennen. Okay. Super Start von Reinders. Jevil direkt dahinter, wurde leicht blockiert. Das ist natürlich schade. Aber Reinders kann schon mal Meter machen. Gonzales ist relativ weit nach hinten gefallen. Felix noch Platz 4, Jevil auf Platz 3. Ein Chaos-Start. Beide Rosinis relativ weit hinten. Aber wir haben auch vielleicht den Vorteil jetzt durch die... Ja, durch dieses Reifen schonen, dass wir es vielleicht schaffen bis zu den Boxenstopp. Dann ist die Frage, welche wir aufziehen. 18. Runde soll es anfangen. Und dann müssen wir schauen, dass wir nicht zu früh auf die Regenreifen wechseln. Jetzt müssen wir den Motor runterdrehen. Okay, wenn jetzt hier Faro vorbeiziehen würde, wäre es halt so. Mastronani auf einem Platz für Punkte. Da wollen beide gleich in die Ruhe, das ist ja geil. Ja, die fahren ihre Reifen so ein bisschen kaputt, das heißt, die müssen sowieso gleich in die Box kommen. Und wir sind so schön am Schonen. Wenn wir mit Medium gefahren wären, hätten wir es locker gefahren. Bis zum Wochenstopp. Ich dachte eigentlich, dass es eher anfängt zu regnen. Wenn da Regenrennen steht, dann erwarte ich, dass es eigentlich direkt am Anfang schon regnet und nicht erst so am Ende des Rennens. Und das ist die Frage, ob am Ende vielleicht noch die Intermediates aufziehen, die vielleicht schneller sind als die Regenreifen. Müssen wir schauen. Prozentual sind wir deutlich besser als die Konkurrenz. Also da ist die Frage, was die machen. Die werden sehr wahrscheinlich so in der 14., 15. Runde reinkommen, wie es gerade aussieht. Und dann, keine Ahnung, welche Reifen die dann wechseln. Wenn die dann auf Intermediates wechseln, weil es dann ein paar Runden anfängt zu regnen, ist es schon fehl, dann sind die schon zu kaputt gefahren. Guaso. Aus dem Top 10 gestartet auf Platz 18 im Rundo. Wir sparen nicht so viel Sprit, wie ich das jetzt gern hätte. Müssen wir mal merken, auf welcher Strecke ich sparen kann und auf welchen nicht. Also auf dieser Strecke ist was, würde ich sagen, was möglich. Weil man merkt schon, Gil hat schon fast die Reifen komplett verbraucht. Ferrington und Zahl ist auch gut dabei. Und wenn die jetzt in die Box kommen, kommen die genau mitten im Feld raus. Problem ist, meine Fahrer sind zu nah beieinander. Der Vorteil natürlich von Jevil, der hat die besseren Reifen. Kann dementsprechend aber genauso schonend fahren wie Reinders. Zeitmäßig sieht so aus. Ja, zeitgleich ungefähr fahren kann. Genau, Gil wird wohl in den nächsten zwei Runden in die Box kommen. 27% und ist gerade am Pushen. Merkt man darin, immer wenn sie kurz in die Box fahren, pushen sie. Mache ich ja meistens auch. Das ist sehr realistisch. Normalerweise sollten wir jetzt Ende der Runde Zeit verlieren. Boah, bei Jevil wird es relativ eng mit den Reifen. So, Lineala holt sich die Soft-Reifen. Dann echt die Frage, welche Reifen wir aufziehen. Nur zu lange warten. Intermediates halten. Okay, wenn wir so überlegen, Intermediates, ja. 3-4 Runden werden die doch schon drauf sein müssen. Ja, vielleicht haben wir Glück und können direkt auf die, also ein bisschen länger im Regen fahren, dafür
die Regenreifen aufziehen und dann am Ende vielleicht nochmal Intermediate. Dafür müssen die Reifen umhalten. Bei ihr werden sie wahrscheinlich schalten, bei ihm wird es eng. Ihm heißt ja 12 bis an der Runden. So, Gill auf Mediums ist jetzt auf P12 unterwegs. Doch schon ein bisschen weiter hinter uns. Die nächsten sind dann Gonzales und Fähigen, die sind ja schon weiter hinter uns. Und werden dann mitten im Feld rauskommen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das nutzen wir doch schön mal aus. Weil dann können wir auch wirklich mal vielleicht auch die Reifen ein bisschen pushen. Da haben natürlich jetzt die beiden Top-Teams Glück. Die werden natürlich vor uns rauskommen. Haben aber die Mediums aufgezogen. Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen für die, weil gleich kommt der Regen. Oh, wir haben quasi Safety eingeholt. Ist ja Wahnsinn. Problem ist jetzt natürlich, dass die beiden Panthers immer noch relativ nah bei uns sind. Toll. Immer wenn man denkt, es kann ein super Rennen werden, kommt ein Safety heraus. Und die Reifen können wir wirklich jetzt bis zum Ende treiben. Wir können jetzt wirklich pushen, müssen geht mehr. Wir haben ja die etwas weicheren Reifen, also da bin ich mal gespannt, auf was uns selber nicht überholt werden noch. Okay, die Panthers sind wieder Platz 7 und 8. Ja, guck doch erstmal nach hinten, bevor du nach vorne guckst. Wir haben die Hälfte des Rennens hinter uns knapp. Evans ist raus. Oh Gott. Das Rennen wird meistens ausfällen hier. Wird das hier vielleicht wieder. Und noch können wir, gut, dass wir die weichen Reifen haben. Da können wir uns ein bisschen vor denen halten. Und der Regen kommt gleich. Jetzt wird es interessant, wer wann auf welche Reifen wechselt. Klar, alle geben natürlich so lange Gas, wie man kann. Man möchte nicht überholt werden. Das ist die entscheidende Frage, wann kommt wer rein für Regenreifen. Als Intermediates will ich, wenn es geht, nicht aufziehen. Dafür müsste ich aber jetzt ein bisschen runterstellen. Weil wenn die zu aggressiv fahren, ist es Rausfallrisiko zu hoch. Oder zumindest erhöht. Es ist mir schon oft aufgefallen, dass wenn Wende einen von den Top-Fahrern besiegen, meistens Skill ist. Und kleben hinter dem Rosinenliefer ist. Was ist denn da los? Hat Rosinen einen Fehler gemacht? Eine Runde geht noch. Das Problem ist, unsere Fahrer sind sehr, sehr nah beieinander. Für die ersten. Ja, hier. Hat Kurve geschnitten. Und kriegt Zeitstrafe. Durchfahrtsstrafe. Genau wie wir. Eine Runde muss noch gehen. Die Intermediate sind noch komplett die falsche Entscheidung. Gegengreifen zu früh. Müssen wir kurzfristig entscheiden. Box. Ich würde sagen, Regenreifen sind jetzt sogar trotz des noch nicht vollen Regens trotzdem besser. Es sind 3 Sekunden zwischen uns und Fahrern. Könnten wir vielleicht jetzt ausnutzen. Und natürlich kommen alle gleichzeitig. Das ist doch wohl klar. Ja, da denkt man, okay, man macht jetzt einen cleveren Zug gegen die Konkurrenz. Und das war auch nicht schlecht.
Mann! Ich tue natürlich jetzt ihre erstmal kaputt fahren. Okay, das ist ein relativ langes Rennen. Geben die auch Gas mehr? Nö. Nur halt die Punk, die geben immer Gas. Die haben immer genug Sprit dabei. Moreno ist komplett auf dem falschen Reifen unterwegs. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die noch eine Runde weiterfahren. Dachte ich so, jetzt habe ich einen cleveren Zug gemacht, dann sitzen alle den Zug gleich nach und dann haben wir sogar einen Platz verloren, weil der Boxstopp schief gegangen ist. Also mehr Trauer als Freude. Aber im Regen sind ungefähr alle gleich schnell. Am Ende wird es nur entscheiden, ob die Intermediates vielleicht die schnellere Variante wären. Das müsste ich, wenn dann, vielleicht mit Jewel austesten. Jetzt bin ich mal gespannt, weil eigentlich müsste González eine Durchfahrtsstrafe bekommen, weil die haben auch einen Durchkurvenschein bekommen letztes Mal. Hier ist die Frage, ja, Level ist jetzt schon 8er. Da könnten wir es wirklich riskieren, auf Intermediates am Schluss zu wechseln. Und die Frage, wie weit er dann nach hinten fällt. Seitdem sind wir wohl nur gleich viele Punkte. Reifen läuft eigentlich. Wenn die Reifen wirklich noch gut aussehen bis zum Ende, dann war es vielleicht auch drauf. Level fällt zu weit zurück. Für meine Verhältnisse finde ich, dass hier wohl zu weit zurückfällt und die Panthers wohl sehr, sehr stark im Regen sind. Ach so, ist das hier die ganze Zeit Pusher sogar. Das können wir auch machen. Also Gas geben können wir auch. So ist es nicht. Wir können auch nachlegen. Aufpassen, dass man die Reifen nicht zu sehr kaputt fährt in den letzten Rennrunden jetzt. Deswegen gehe ich halt eine Stufe tiefer, damit sie halt nicht zu kaputt fahren. Nach 7 Runden müssen wir nämlich damit auskommen. Der Frontflügel. Ja, dann müssen wir ein bisschen runterdrehen. Bei ihm sieht alles okay aus. Was hat sie denn mit dem Frontflügel gemacht? So, jetzt drehen die natürlich runter. Das wird bei denen richtig knapp mit den Reifen. Okay, bei unseren Fahrern auch. Da ist sie vielleicht noch am besten bedient. Die werden vermutlich alle durchfahren. Sie schont jetzt die Reifen, damit wir bei ihr es schaffen können, durchzufahren. Ihm wird jetzt wirklich nicht mehr abgeneigt, damit er wieder zu wechseln nächste Runde. Er hat zu viel Vorsprung, wenn kommt auf Platz 9 raus. Wir riskieren es. Intermediates. Entweder bleiben wir 8er oder holen noch einen Platz auf. Kann natürlich bei ihr auch nach hinten losgehen. Was wir auch mal machen. Okay, wir riskieren es mal, wenn die Gegner es nicht machen. Ich glaube nämlich nicht, dass die in die Box kommen, werden aber die Reifen zu sehr kaputt haben. Gut, war der Stopp okay. Jewel kommt da voraus. Jetzt können wir richtig pushen. Ich bin mal gespannt, wie sehr wir aufholen. Ja, wir holen sehr schnell auf. Das kann was werden noch mit den Plätzen, weil die sind gleich komplett hinüber, die Reifen von denen. Wir holen deutlich auf, wir holen richtig deutlich auf. Wenn man so deutlich aufholt, ist man auch relativ schnell an dem vorbei. Dann ist die Frage, wenn die jetzt auch in die Box kommen, was sie sehr wahrscheinlich nicht machen. Wir haben noch so die Chance sogar auf Platz 4 dann. Wir sind schon hinten. Okay, die Panther kommen in die Box. Jetzt einer.
Dann haben wir schon mal einen Platz gut gemacht sogar. Also war die Strategie doch nicht verkehrt. Ja, dann sind wir schon wieder am nächsten. Auch vorbei. Die Strategie hat sich richtig ausgezahlt. Ich bin jetzt mal gespannt, was die machen. Die werden natürlich versuchen, durchzufahren. Am Platz 4 werden wir für sehr wahrscheinlich noch bekommen, der Rest nicht mehr. Außer wenn die zu langsam werden. Wir sind pro Runde 9 Sekunden schneller. Gonzales hat auch einen, so gesehen, eigentlich nicht alles richtig gemacht, aber so rein das. Bitte mal vorbeifahren. Ihr kommt jetzt nicht vor. Danke. Und damit holen wir uns noch einen besseren Platz, als wir eigentlich bräuchten. Also was erwartet war, Platz 4 und Platz 6. Besser geht nicht mehr. Also es war doch die richtige Entscheidung zu wechseln. Weil unsere Reifen waren sowieso schon durch. Und die wären noch mehr kaputt gegangen, weil die Strecke dann zu trocken gewesen wäre. Ja, ich glaube ein, zwei Runden mehr und die werden auch noch in die Box gekommen. Dann wären wir vielleicht auf dem Podium gewesen. Aber so kann ich definitiv mit leben, Platz 4 und Platz 6. Panther mehr Punkte abgeholt. Unser Sponsorenziel erreicht, das heißt wir machen glaube ich so 50.000 Minusnummer. Damit kann ich definitiv leben. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Diese 10 Sekunden machen vermutlich bei González keinen Unterschied. Der wird trotzdem auf Platz 8 bleiben. Aber so fühlt es sich an, wenn man wirklich das schnellste Auto im Feld ist und einfach mal allen davon rast. Also das heißt, wir sind zwar nur auf Platz 2 gekommen, er kriegt eine 10 Sekunden Strafe und trotzdem hat er nichts bekommen. Der hat die nicht draufgerechnet bekommen. Oder war der so nah an seinem Teamkollegen dran? Ja, kann sein, dass er so nah an seinem Teamkollegen dran war. Eine Runde mehr und wir hätten vermutlich auf Podium gestanden. Okay, jetzt hat Reiners aber endlich mal wieder ein besseres Rennergebnis geholt als Jewel. Obwohl, vor zwei Rennen war es genauso. Also sie müsste noch bis zum Ende der Saison, glaube ich, 15 Punkte holen. Um ihr Ergebnis sozusagen einzustellen von letzten Saison. Er hat ja schon seinen Punkteausbeute um 3 Punkte jetzt erhöht. Also mit ihm kann ich so gesehen fast diese Saison kaum motzen, bis auf den Marktwert. Sonst hat sie noch was, sehr geil. Nackenprobleme für die nächsten 8 Wochen. Verliert eigentlich, oh Gott sei Dank, nur ein Viertel Stern. Ah, 52.000. In echt ist das saumäßig viel, aber Bremsen gebaut. In dem Spiel sind 52.000 so gar nichts. Okay, nächste Rennen ist Dubai. Reifen schonend, das heißt eigentlich die Mediums brauche ich so gesehen so gut wie gar nicht. Das heißt, ich werde mich vielleicht mit den... Obwohl, doch, die Mediums sind hier vielleicht doch gar nicht so verkehrt für Nullstopp-Strategie. Müsste ich mal schauen, dass ich vielleicht eine Nullstopp-Strategie mache. Ja, das werden wir dann aber erst in der nächsten Folge sehen. Bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann in Dubai dabei seid. Und bis dahin. Ciao.